Liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt keinen Grund, bei einem Unternehmen, das 6,3 Milliarden Euro Gewinn macht, Arbeitsplätze abzubauen. So einfach ist das. Ich fand die Formulierung des Betriebsratsvorsitzenden aus Leipzig, der eben hier gesprochen hat, wirklich beeindruckend. Menschen, die in Unternehmen arbeiten und in den Unternehmen mit ihrer Arbeitskraft für sich selbst und für ihre Familien den Lebensunterhalt sichern, aber natürlich auch mit ihrer Arbeitskraft die Sicherheit des Unternehmens absichern. Diese Menschen haben Schicksale und sie haben eine Würde. Ihr alle habt eine Würde, die Respekt verdient. Und der Begriff Vollzeitäquivalent heißt nichts anderes als Kostenfaktor mit zwei Ohren dran. Was ist das eigentlich für eine Haltung gegenüber Menschen, die ihre Arbeitskraft für dieses Unternehmen jeden Tag einsetzen? Deshalb empfinde ich es ganz persönlich als meine Pflicht, meine Solidarität mit euch dadurch auch zum Ausdruck zu bringen, dass ich mal an einen Unternehmensvorstand, an einen Herrn wie den Herrn Käser, der ja sehr viele kluge Reden hält in Deutschland, auch mal als Vorsitzender einer großen deutschen Partei was zu sagen. Lieber Herr Käser, Sie erteilen der Politik oft Auskünfte darüber, dass Unternehmen eine soziale Verpflichtung haben. Das macht er praktisch in jeder Rede. Und da klatsche ich ja immer, wenn er das sagt. Jetzt, Herr Käser, haben Sie mal die Chance, Ihre Theorie in die Praxis umzusetzen. In unserer Verfassung steht Eigentum verpflichtet. Eigentum verpflichtet aber nicht. Eigentum verpflichtet aber nicht dazu, bei 6,3 Milliarden Gewinn den Reichtum der Eigentümer noch ein bisschen zu vermehren, sondern die 6,3 Milliarden Gewinn nicht in die Steigerung der Aktien, in die Steigerung der Dividende zu stecken, sondern in die dauerhafte Absicherung des Unternehmens. Und zwar durch Investitionen, durch Qualifizierung und durch den Erhalt hochqualifizierter Belegschaften. Volkswirtschaftlich ist der Abbau von qualifizierten Arbeitsplätzen ein Irrsinn. Deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist das, was bei euch abläuft, nicht irgendetwas, was reduziert ist auf Siemens. Das hat eine gesamtgesellschaftliche Bedeutung. Wenn in einem Land wie der Bundesrepublik Deutschland, einem der reichsten Länder der Erde, dem größten Mitgliedsland der Europäischen Union, dem Industriestandort in Deutschland, sich die Philosophie durchsetzt, dass gut qualifizierte Belegschaften so behandelt werden, ihr seid damit gemeint, wie es im Unternehmensbericht drinsteht, nämlich, dass durch Arbeitsplatzabbau die Effizienz des Unternehmens gesteigert wird. Dann heißt das übersetzt, damit wir noch ein bisschen mehr Gewinn machen, schmeißen wir die Leute raus. Das ist asozial.